Woche haben wir jetzt wieder eine Übung, die die ganzen Teile, die wir jetzt in der letzten Woche gelernt haben, vereint. Das heißt, unseren Übersteiger oder unsere Übersteigerfinte und unsere Schussfinte. Und natürlich auch die Sachen, die wir in der letzten Woche schon gelernt haben, wieder mit reinnimmt, dass wir die auch nicht vergessen und nicht verlernen. Wir haben hier vorne ein kleines Tor aus zwei Hütchen gebaut und hier vorne zwei Hütchen als Gegenspieler. Da kann man auch irgendwelche Hütchen ähnlichen Gegenstände nehmen, irgendwelche Plastikbecher zum Beispiel oder Plastikschalen. Am besten nichts aus Glas. Und hier vorne haben wir zwei Leinmarker, die hier diese Linie markieren. Dafür kann man zum Beispiel ein Handtuch zusammenrollen oder ein T-Shirt zusammenrollen, das hinlegen oder sich irgendwie anders die Linie markieren. Das ist jetzt nicht so wichtig. Und wir haben ans Ende der Wand ein Kissen gelegt, dass wenn wir auf das Kissen schießen bzw. passen, dass wir nicht das ganze Haus auseinandernehmen, sondern noch alles stehen bleibt. Wir fangen hier vorne an, legen den Ball hier zwischen unsere zwei Hütchen in unser Hütchentor rein. Und fangen mit einer ganz einfachen Übung an. Wir machen einmal mit dem rechten Fuß ziehen, vorlegen. Dann eine Schussfinte. Ganz wichtig nochmal springen, treffen, landen. Der Ball rollt dann auf die andere Seite. Wenn nicht, schieben wir noch einmal an. Machen dann mit dem anderen Fuß hopp, auch eine Schussfinte. Und einmal mit dem linken Fuß ziehen, vorlegen durch das Hütchentor durch. Dann laufen wir auf unsere zwei Hütchen hier vorne zu. Machen einen Übersteiger. Umgehen, außen vorbei und mit dem rechten Fuß danach eine Sohlenwende und wieder Fußwechsel zurück. Jetzt liegt hier der Ball vor uns. Ich kann jetzt einmal, passt jetzt danach, einmal auf unser Kissen. Der Ball bleibt da vorne schön liegen. Ich gehe hier rüber und fange an mit meinen Schrittsprüngen, die wir schon gemacht haben. Ein Fuß hier vorne, ein Fuß dahinter, zwischen die Leinmarker oder zwischen das Handtuch, was auch immer. Und springe hier wieder meine Linie rüber. Danach schnappe ich mir meinen Ball, stelle mich wieder hin, kann wieder anfangen. So, ich mache es noch ein bisschen schneller vor. Hier anfangen, ziehen, vorlegen, Schussfinte, Ball einmal anschieben, Schussfinte. Dann mit dem linken Fuß ziehen, vorlegen, Übersteiger vorbei. Sohlenwende, ziehen, Fußwechsel, auf unser Kissen passen, Ball bleibt da vorne liegen. Vorne wieder hingehen, unsere Schildsprünge. Immer abwechselnd, ein Fuß vorne, ein Fuß hinten. Und dann können wir weitermachen. Die Übung macht ihr am besten ein, zwei Mal, so lange, bis man sich wohl damit fühlt, bis man die Abläufe verstanden hat, bis man jeden einzelnen Teil relativ gut hinbekommt. Und wenn wir die dann hinbekommen, versuchen wir die schneller zu machen. Ich würde immer 3-4 Runden machen, so schnell wie es geht. Dann eine kurze Pause, dann wieder 3-4 Runden. Und das am besten ein paar Mal. Je öfter man es übt, desto besser kann man es am Ende.